Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Ellerbach zusammen mit Ben. Servus. Ja, wir haben letzte Folge ja gemäht. Ich habe das eine Feld hier direkt an unserem Hof noch kurz fertig gemacht, damit wir das jetzt nicht nochmal hier anfangen müssen. Dafür gehe ich jetzt erstmal ein bisschen trashen, damit Ben es hier nicht alles fertig machen muss und dann, keine Ahnung, nachher noch wie Justin kommt, ich muss dreschen. Ja. Aber deswegen gehe ich jetzt dreschen. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist der Konto schon ein bisschen nach oben. Genau, das sehen wir hier ja auch in unseren Finanzen. Ich habe nämlich die komplette Rapsernte noch verkauft, weil ich habe jetzt die zwei Rapsfelder gemacht. Ja, und Luca macht jetzt die zwei Weizenfelder. Roundabout 30k. Ich würde sagen, wir zahlen jetzt auch einfach mal kurz den Kredit zurück. Ja. Und weil wir es jetzt auch sinnvoll fanden, die Traktoren zu tauschen, so, ist jetzt der große, also der 7er Fan am Anhänger und der kleine tut jetzt die ganzen Grasfelder schwaden. Genau, das und macht Ben danach jetzt. Danach geht's ans Ballenpressen wahrscheinlich. Ja. So, weil ich das jetzt auf dem Schirm habe. Also zumindest das Stroh. Genau. Oh. Und Gras wird dann gehäckselt. Weißt du, ob man den Schwadder mit Mauscontrol breiter machen kann, Mann? Oder? Ja, ich glaube schon. Aber da musst du aufpassen, weil irgendwann wird die Schwad sehr breit. Ja, gucken wir mal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich da wieder hinkomme. Ah, die Schwad ist fertig. Easy peasy. Ja, Ben hat auch freundlicherweise direkt den Hänger hier ans Feld gestellt. Wo auch direkt die erste Beschwerde kam vom Nachbarhof. Ja, warum steht euer Hänger auf unserem Feld? Guck mal, was ich jetzt sogar mache. Oi, Memo! So, hängen wir den mal direkt hier vor. Würde dadurch ja was kaputt gehen, könnte ich das Ärgernis verstehen, aber so kann ich das Ärgernis leider nicht nachvollziehen. So. Ärgernis. Welchen? So, passt. Stellen wir den hier nochmal gerade. So, super. Ihre Mutter aus, raus. Dann Drescher. Da oben. Ja, in der Ansicht ist natürlich super. Ja, du kannst noch vorne ablassen. Du kannst ablassen. Wäre der dann noch gescheit? Ja, der ist nicht am Boden, das Schneidwerk. Oha. Das ist immer noch in der Luft, wenn du ablässt. Ja, dann machen wir das. Ich hab es jetzt sogar so gedacht, wenn ich nicht alles falsch. Ja, weil sonst ist schon ein bisschen sehr eng vorm Gesicht, muss ich sagen. So. Bling bling an. Und jetzt mit 32 zum Feld. Geile Matical. Das Feld am Hof ist auch noch mal ganz schön groß, ne? Also. Ja, ja. Also gerade die letzten zwei, die ich jetzt quasi gemacht habe, das eine außerhalb der Folge, das sind so, glaube ich, auch unsere größten, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube nämlich auch. Digga, natürlich kommen hier 50 Autos, wenn ich hier lang fahre. Alter, wenn mir leck, warte mal kurz. Bei mir macht doch safe gerade Epic Games oder so ein Update. Erstmal neues Fortnite-Update während dem Zocken runterladen. Nee, tatsächlich nicht. Weil ich spiele gerade mit 1800 MS. Oh. Hallo, wo bin ich denn jetzt? KI-Auto, was willst du denn da? Ich habe gerade was entdeckt. Ein Pferd. Fundstück, Geld! Oi, Memo! So, machen wir auf die Louis hier. Zaggi, zaggi. So, fahren wir direkt hier über unsere Wiese ran. Die ist ja zum Glück schon gemäht. So, kommen wir auch gleich mit dem Schwader mal vorbei. Oh, ja, ja. Bin jetzt aber. Okay, das Schneidwerk braucht schon ewig zum Ausklappen, kann es sein? Ja, yeah, habe ich gesagt, es braucht lange. Zum Zuklappen auch. So. Ich versuche mal wieder meine ohne Vorgewende-Taktik. Mal gucken, was bei rauskommt.
was ohne Vorgewinde? Nicht mal einmal rum, oder wie? Ja doch, zweimal rum, aber nicht gegen Schwaden und immer so direkt das Ende nehmen. Das ist dann schon. Literally, ich bin die kurze Bahn gefahren von dem Feld. Einfach 12%. Ja, das ist halt Weizen, ne? Da wird auch wahrscheinlich extrem viel Stroh runterkommen, oder? Ja. Ich glaube auch. Kurz mal hier. Nochmal A mit Richtungseingabe. 0 müsste passen. Kurz mal Spur anschauen. Ja. So halb. Alt X. Und da können wir die auch wieder ausmachen. Sehr schön. Ich überleg gerade, ob ich beim Schwaden Ding verwenden soll. Ding? GPS oder nicht? Ich glaube, lohnt sich ehrlich nicht. Ich glaube auch nicht. Dass Seitenschwade ist. Ja. Achso, die Nachricht habe ich noch gar nicht gelesen. Ich lese auch gerade. Da hat schon wieder jemand Luxusprobleme. Ich stelle ihn einfach gleich bei uns rüber, dann ist auch Ruhe. Ja, also mein Gott, ne, das ist ein scheiß abgeerntetes Feld. Ja. Zwiebelschreien an Pfälzer. Oder keine Ahnung, ob der da überhaupt herkommt. Ich habe keine Ahnung, wo Maxim herkommt. Ah ne, der ist gar nicht mit Charles im Hof, ne? Ne, der ist mit Lars im Hof. Wir haben jetzt eigentlich quasi Max und Maxim von der Theorie her, aber es wird eh Maxim und Carlos werden. Ja. Von daher. Also hier die 67, die könnte man auch kaufen, dann kann man hier so ein großes draus machen. Wer weiß, was die Zeit alles noch ergibt, ne? Digga, was der für einen dicken Haufen da hinsetzt. Wird stehen also geblieben. Stroh oder was? Ja, ja. Hier ist einfach keine Feldgrenze vorhanden. Hä? Ja, ich glaube, das sind so die Dinger, wo die Zäune fehlen. Ah, das könnte sein. Das war das, was. Weil ja, Justin und Lars haben sich beschwert, dass Zäune fehlen irgendwo. Ich kann da auch nichts für. Ich habe nur die Texte. Die haben gesagt, du bist schuld. Ja, Justin hätte es nicht besser hinbekommen. Der hätte nicht mal die Texturen getauscht bekommen. Anfänger. Aber mich voll labern. Moin. Grüß. So, hier auf Office. Okay, ich glaube, die erste Schwade war schon ein bisschen zu dick. Pass auf, da kommt dann der alte Hexlands in Stottern. Ja, Jungs, das muss so. Ja, ja. Kein Ding. Was machst du? Hinterfrag's bitte nicht. Jetzt kurz gucken, wie die Spur hier passt. Können wir gar nicht. Ja, ich mach die jetzt mal passend für hier und dann nehme ich die. So. Mach die wieder aus. Ah, ist das schön. 60%, eine kurze, zwei kurze, eine lange Bahn. Das wurde wir auf die Seite gelegt. Bei dir oder was? Nö. Aber wenn ich da so sehe, Maxim mehr Kraft. Komisch, ne? Ah, das passt ja wie angegossen mit dem Drescher, du. Ja, sag ich doch. Also ich habe ein Vorgewinde und muss jetzt abtanken. Weil nochmal wäre ich nicht rumgekommen. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Na, ich fahre jetzt einfach hier die Bahn und dann mache ich hinten nochmal eine Querbahn. Hier vorne ist ja kein Platz. Einige werden es vielleicht von euch schon erkannt haben. Wir haben auch hier andere Texturen eingebaut, gerade für, ich glaube, Weizen, Gerste, Raps und Mais. Ich glaube, die drei habe ich eingebaut. Alles andere drei wollte nicht so ganz, wie ich das gerne wollte. Deswegen, ja, haben wir nur die drei. Vier. Aber
Manchen ist vielleicht aufgefallen, ist auch ein bisschen dichter. Könnte eigentlich ganz nett. Bei Mais gibt es noch einen kleinen Fehler, aber den kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht behoben. Was ist da? Da ist so, dadurch, dass auf der Karte eine andere Stoppelzerstörung verwendet wird, würde normalerweise der Mais so, hast du ja so Fahrgassen beim Weizen und beim Raps beim Dreschen. Und das wäre da auch. Bloß dadurch, dass da eine andere Stoppelzerstörung ist, geht es nicht. Und wenn du da andere Werte nimmst, du änderst es mit Werten und wenn du die änderst, dann hast du genau das Reverse-Ding, dass einfach der Mais immer platt ist und dort, wo du drüber fährst, steht er dann. Okay. Ja. Also das ist quasi die Auswahl, die wir haben. Hört es danach an, als hättest du keine Ahnung von Modding? Ja, auch. Ich hab's so dahin gefuscht, aber Justin hat gar nicht hinbekommen, also kann es nicht so schlimm sein. Vielleicht können wir ja mal X zu unserem Profi-Modder fragen. Er hat es einfach mehr aus dem Internet runtergeladen, als selber gemacht. Ich glaube auch. Und wenn, dann einfach zusammen gepfuscht. Ja, so wie du halt auch. Genau. Aber das Ding ist halt, Justin bringt nicht mal zusammen pfuschen zusammen. Okay, die Schwarte ist viel zu groß. Die geht umgeht, ist ungefähr so hoch wie meine Kabine, so gefühlt. Wie hast du das geschafft? Naja, bisschen übertrieben, aber. Also ist schon so hoch wie der Vorderreifen. Naja, der Hexe wird so verrecken. Das ist ein absoluter Monsterschwader, da können wir dreimal drüber fahren. Wahrscheinlich schon von der Breite her, oder? Ja. Geil. Okay, das ganze Fett hat jetzt einfach nur 4 Schwaden. Was? 4? Mhm. Gut. Ja, ich tank gleich nochmal ab. Sicherheitshalber und was das? Ja, 4 Schwaden ist schon wenig. Ja. Ich hätte ja gedacht, ja, so 6, 7. Ja, so die eine ist richtig groß und die anderen sind eigentlich okay. Irgendwas ist da immer. So, jetzt fahre ich den Schirm mal weg, weil dann habe ich ja auch ein bisschen mehr Platz zum Wenden. Dann kann sich der liebe Nachbar auch nicht mehr beschweren. Dann will ich auch keine 5 Euro PayPal mehr. So, habe ich, bin ja nicht mal ich. So, erstes Feld fertig. So, ich passe einmal zu dir. Supi. Dann siehst du, dass ich eigentlich gefühlt gar nichts geschafft habe. Na, da ist. Ich glaube, Justin hat die alte Variante von dem Schwader gekauft. Kann es sein, dass es da eine gibt? Naja, da. Das Geile ist eigentlich. Oder? Welchen haben wir? Haben wir Top 612 oder 722? Keine Ahnung. Pass auf mit dieser Eisenstange da. Ja, schon gesehen. Da bin ich wohl auch erstmal hängen geblieben. Ist schon chillig so, muss ich sagen. Nee, du hast GPS. Ja. Ist eigentlich die Tankanzeige animiert? Weiß ich nicht. Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Hast du gerade wieder ein dickes Standbild? Nee, ich habe gerade die Dinger links und rechts weiter rausgefahren. Weil die hat es wieder zusammengeklappt. So. Ja, es wird jetzt eng. Oh, Drescher. Mein GPS ist ein bisschen sehr cracked. Bitte nimm mal ein besseres. Macht auch alles aus.
fehlt noch, dass er bei 100% einfach automatisch einen Rüssel rausmacht. Ey, reicht das jetzt nicht oder was? Natürlich reicht es. Hä? Controlled der? Ah lol. Bin ich blind? Machst du? Digga, ich warte gerade, dass er abtankt, tankt. Aber er hat einfach schon abgetankt. Hä? Ich habe nichts mitbekommen. Am Ende war er nicht mal voll. Doch, er war voll. Er hat auch Vollbremse gemacht, Digga. Verwirrung ist verwirrt. So, jetzt ist alles nicht mehr kleiner gemacht. Das ist doch fein. Also wenn du ganz viel Langeweile hast, kannst du, glaube ich, das Stroh auch noch zusammen schwaden. Nee, das kannst du direkt pressen, du. Okay. Ja, der Drescher zieht aber auch im Heck ein bisschen rum, hab ich das Gefühl. Schon wieder 50. In zwei Folgen können wir dann häckseln, oder? Von dem her. Oder vielleicht auch schon in einer, kommt drauf an. Ja, wenn wir nicht erst pressen wollen. Ja, müssen halt alle da sein, deswegen. Ja, oder davon abhängig. Die Mehrheit. Ja, es wäre schon gut, wenn es alle da wären. Ja, allein bei den Grasschwaden, wenn ich die so sehe. Oh, okay, die ist schon wieder viel zu groß. Wie viel machst du immer so auf ein Ding? Ja, das waren jetzt hier drei, das ist viel zu viel. Ja. Du darfst wirklich nur zwei aufeinander machen, sonst ist das... Vor allem, wenn der Ertrag voll ist. Weißt du, was wir noch brauchen? Ein Striegel. Damit du Wiesen striegeln kannst und nicht düngen musst. Außer du willst unbedingt auf die Wiese Dünger fahren. Ja, Gülle halt. Ja, meine ich doch. Wäre schon cooler. Gülle fahren? Ja, finde ich auch. Ich sag, das ist irgendwann Farming mit Zubringer. Ich sag, das ist sogar relativ früh. Ja, ich hab auch so ein Ding. Was kostet? Wir haben 16 Kubik gefasst, ne? Ja, aber die Frage ist, wie überlädt man das? Dann müsstest du mit Zubringer irgendwie eine Docking Station ranbasteln, die vorne am Bulldog ist. Ja. Weiß? Check. Aber ich weiß nicht, wie man das macht. Das geht bestimmt irgendwie. Vielleicht kann man mit einem mehreren langen Schläuchen. Einfach den oder Ding. Oder du bastelst halt einfach im 728 in dem Fall vorne so ein großes Rohr ran. Dann gibt's auch so eins, das ist so nach vorne deckt. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie das mit dem hinteren Güllefass verbunden ist dann. Ja, das ist dann das Einzige. Aber das wäre safe dick, wenn wir schon so beginnen direkt. Wir holen uns einfach so von Beginn so einen Gülle-Kauf-Trigger. Und dann nee, das nicht. Ich sag, wir haben genug Gülle auf Dauer. Dauer vielleicht schon. Bis zu Beginn nicht. So, fertig. So, blinken. Was wollen wir jetzt eigentlich mit dem Weizen machen? Wollen wir uns eine Mühle holen oder gibt's eine oder tun wir den auch weg? Was werden wir mit dem Weizen machen? Ich sag verkaufen. Einfach mal damit ein bisschen Geld reinkommt am Anfang jetzt. Ja, kann ich schaden. Ja, da ist wohl wieder jemand umgeflogen. Na, Maxim Merkraft, was macht der da? Warte, ich muss ihn jetzt sorgen, wo ist er? Digga. Ja, es sind halt beide online. Ja, die haben Heu gemacht. Oha. Ist Alter, auch... aber die ist richtig Action. Digga, ist ja auch gar nicht eng hier. Nö, die... Bei denen ist wirklich komplett Action. Lars Mad, dann na, ist noch Wende. Und in ihr Stein ist der Stammlauf, steht halt Randoms auf der Straße. Also auf dem Feld. Ja, ja.
Da wollen wir Steine aus am Mom. Ja, ich habe keinen Sound mehr. LS-Sound oder was? So. Gar kein mehr? Nee, gar nichts. Egal, dann halt nicht. Die haben den Krone. Und ui, das Frontex ist hier auch schon wieder riesig. Mhm, interesting hier. Ne, eine Sache fuckt mir vom Schwad ab. Der merkt sich nicht die Position, die bei den Dingen ausgefahren waren. Ja, ja. Aber ich glaube, das tut keiner von denen, kann es sein? Ja. Noch weiter haben wir nicht ein Feld entfernt, zum Glück. Sehr, sehr gut. Also ich habe auch gerade übrigens mal mit Ben gesprochen, zwischen den Folgen. Also wir haben gerade direkt zwei Folgen, nehmen jetzt hier direkt auf direkt nach der vorherigen. Wir haben kurz gesprochen. Wahrscheinlich wird der Plan, dass wir zwei Folgen Ellerbach die Woche bringen. Plus entweder wahrscheinlich immer abwechselnd Justin-Projekt und Fichtal. Oder? Habe ich das richtig genannt? Ja. Okay, dann Weizen. Strake Lager da. Okay, dann fahre ich da lang. Okay. Da kriege ich hin. So, schauen wir mal, wie der Fan sich tut. Ist er voll? Nee. Nee, das ist 60. Noch nicht mal abladen. Ja, doch. Kein Bock, dann von da hinten raus zu gurken und dann wieder dahin. Aber er schiebt auf jeden Fall schon mal gut. Der Hänger ist schon groß, ne? Groß. Was wiegt der Hänger eigentlich an sich so? Weiß ich nicht. Kleiner Hügel, direkt 10 km/h weniger. F. Der Hänger hat ein Eigengewicht von 30 Tonnen. Was? Was wiegt der Fendt? Den, glaube ich. Ja, als ob wir einen Hänger haben, der mehr wiegt wie unser Schlepper. Und der Fendt wiegt 6,5. Ja, ist normal, dass der Hänger mehr wiegt, eigentlich. Ja, aber so viel mehr? Also ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, dass das Ding 30 Tonnen wiegt, weil das... Das Ding ist ja dann leer schon schwerer als kein anderes. Mm. Das Ding wiegt ja dann voll 70 Tonnen. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Machen wir mal hier Tempomat rein. Alter, ist der Acker hier schon wieder riesig. Maxim, der braucht öfters mal mehr Kraft, sehe ich hier. Mhm. Hm? Und das dritte oder vierte Mal jetzt. Innerhalb kürzester Zeit. Hier dreh ich die Runde. Ja, ich habe 36 Tonnen jetzt gesamt. Stand auf der Waage. Ja. Ja, kann jetzt, ja doch, aber dann, das ist das Gewicht. Dann wiege ich mit Fendt. Wenn der Fendt wirklich 6 wiegt, dann wiegt der Hänger 4. Ich mache gleich nochmal Leergewicht-Test. Geld. Das ist einfach nur die Hälfte von Raps. Ja, aber auch nur ein Feld. Ja, aber... Raps hatte von der Menge her genauso viel, wie du jetzt gerade abgekippt hast. Ja, ich habe Leergewicht 15 Tonnen. So, jetzt fahre ich nur kurz den Hänger drauf. Geht das? Nimmt er das? Hänger wiegt 10. Oder 9. Ja, 9. Bin zu dumm zum Ablesen. Im Shop steht halt 30. Arscht. 30 Tonnen. Na, wie viel geht rein? 42. Ja, okay, dann haut das auch nicht hin. Und selbst wenn, ist ja immer noch von der Ladung abhängig. Ja. Das ist sehr weird. Sehr, sehr weird.
Oh Gott. Oh, jetzt wieder 67. Das ist doch angenehm. Wie viele Wiesen haben wir? 6? 7? Ja, 6. Also quasi 7 plus die eine wächst noch. Also ist schon eng hier im Dorf, muss ich sagen. Da wird schon teilweise sehr knapp. Dieser Steinsammler als Killer, sag ich. Warum steht der auch mitten auf dem Feld einfach so? Dass sie nicht so mal runterfahren. Steht halt einfach. Vor allem jetzt spielen ja zwei Leute von dem Hof aktiv gerade. Ja, ja. Nur vom Justin und Carlos Hof ist keiner da. Ja, so wie immer. Carlos, der aktive Spieler, ne? Mhm. Ja, ja, ja. So, stellen wir den mal hier. Was seid ihr noch? An. Dürre auf. So. Jetzt geht's weiter. Liegt an Maxim, glaube ich, dass der an ist. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kam. Da bin ich gleich mit dem Riesenfeld so gefühlt auch gleich wieder fertig. So, wo bist du? Wo warst du? Hier. Ein Pferd. Und nur noch 5 Pferde gibt's auf der Karte. Oh, hier ist noch eins. Noch 8 Schafe. Ja, yeah, das habe ich nicht mal gesehen. Aber random. Ey, ganz ehrlich, Kuss, dass ihr da kein Baum hingemacht habt, Musakradi. Sonst wäre ja ehrenlos gewesen. Genau an die Stelle, wo du so rückwärts reinschiebst, genau da ist kein Baum. So geil. Ein Vorgewende, 85%. Ui. Übrigens. Oh, mach raus den Rüssel. Scheint zu funktionieren. Wie viel brauche ich an manchen Ecken schon Licht? Nee, es ist gerade mal 16 Uhr eigentlich. In ja, aber ein paar Schattenecken ist schon richtig dunkel. Ja, ja. Ja, das sind keine Schwaden, das sind einfach fette Grashaufen. So schlimm schon. Teilweise schon. F. Egal. Hexerfahrerproblem. Justins Problem ist. Sagt er, fährt bei uns nicht Hexler. Naja, ich sag auch. Ich sag, er wird nicht mal mithexen bei uns. Nur für Geld. Ja, aber wir geben. Ganz ehrlich, das werden wir. Wir werden uns alle gegenseitig ehrenamtlich unterstützen. Sonst macht das gar keinen Bock, wenn du die ganze Zeit Geld überweisen musst oder so. Wenn man 2 Minuten bei jemandem mitgehexelt hat. Ja, bei uns werden es dann halt 4 Stunden, aber. Mein Gott. Ja, je mehr helfen, desto schneller geht's, also. So muss das aussehen. Ich komme aber danach mit der Sämaschine vorbei. Oh, kein Ding. Ich denke mal, der GPS-Kurs würde nicht passen, aber er fittet eigentlich doch ganz gut. Und ich bin jetzt auf den Bahnen, so Hälfte habe ich ungefähr, würde ich behaupten. Ja, Bahnen gehen eh schnell meistens. Muss jetzt wieder abtanken. Ich schau mal zu dir vorbei. Ich habe jetzt den dritten Acker fertig. Noch 3. Ja, aber die nächsten 3 sind nicht mehr so groß, glaube ich. Mhm. Ui. Was machen die anderen alle so?
Die sind bestimmt mit ihrem Heu beschäftigt. Yep. Die sind alle auf die Wiesen. Also Lars ist immer noch AFK. Aber Maxim ist da hinten. Da 14. Ja. Ey Luca, ich glaube, wir hätten keinen Kalkstreuer kaufen müssen. Echt? Hier steht ein. Nee, obwohl. Ah doch, ich glaube schon, dass man den anhängen kann. Weil hier hinten beim Kalkhand steht einfach ein Kalkstreuer. Mein Gott. Ehrlich, wir verkaufen den. Nein, passt schon. Oh, das Ding ist doppelt so groß, sag ich. Das ist nur ein Achse. Und trotzdem. Da gehen bestimmt 8 Kubik Alter, rein. Alter, den ihre Wies ist richtig Arsch. Echt? So schlimm? Ertragsbonus 60%, gedüngt 50%. Jo. Und das ist nicht ausgewachsen. Brother, Na, da war mal gut shoppen, muss ich sagen. War Lars nicht immer der gesagt hat, Rundumleuchten aus und so? Kann sein. Na, der fällt gerade mit dem Rundumleuchten um. Ah. Oh. Hey, hast du nicht gerade gesagt, Lars wäre AFK? Na, Maxim ist AFK. Achso. Hier habe ich nicht richtig zugehört. Oh, der Fendt. Jetzt ist ein gleich Schaden. Vielleicht ein bisschen mehr. Gott, hier passt ja wieder nix. Hilfe. Gut, wird's halt nachher beim Pressen etwas unangenehmer, aber kann nichts machen. Dann haben wir das Feld hier auch gleich wieder mal fertig. Gott, 80%. Hilfe. Das wird nichts mehr. Muss ich gleich wieder zurückfahren. Ja, dann fahren wir mal kurz vor, tanken nochmal ab. Und jetzt schauen wir mal. So. Dann die letzten zwei Bahnen, wenn ich das hier richtig sehe. Das gefällt mir doch. Zwei, vielleicht auch drei. Mehr aber nicht. Das ist doch fein. Wieder 50%. Und ihr seht, da das kleine Bildchen. Der Tank, die Füllanzeige geht doch ein bisschen mit, tatsächlich. So, das Schneidwerk Line. Das rühre ich schon mal raus. Und tanken wir noch ein letztes Mal ab. Und sind dann auch hier fertig. Super. Das gefällt uns doch. Das Ding mal kurz runter. Also. So, dann machen wir hier einen Rüssel rein. Nee, den nicht zu. Da warten wir ganz kurz. So. Geben den Spaß dann einmal an. Drehen den hier schon mal um. So. So, dann schieb mal den hier einmal rückwärts vorsichtig raus. Bin jetzt einfach mal so frech und wend hier auf unserer Wiese. Die hält das schon aus. Und dann Vollgas. Verkaufen wir das Zeug auch noch. Sehr, sehr gut. Dann haben wir direkt erster Tag wieder ein bisschen
oder erster Monat direkt wieder ein bisschen plus gemacht, ne? Das lieben wir doch. Und ich ziehe einfach mal quer rüber. Kam schon hoffentlich keiner. Scheinbar nicht, sonst hätten wir jetzt einen Unfall. Oh Gott. Der Zaun hat mich so teilweise gerettet, aber wie ist auch nicht. Ja, komm, stell dich wieder auf. Naja. Aber war wohl ein bisschen flott. Bisschen sehr schnell in der Kurve. Gut. Also weiter. Daran soll uns ja jetzt mal nichts aufhalten. Verkaufen wir den ganzen Spaß von Weizen hier noch? Oder was ist auch mit der heutigen Folge? So, fahren wir hier nochmal über die Waage und schauen wir mal, wie viel wir haben. Wieder 36 Tonnen. Schnapper. Sehr, sehr gut. Nochmal 16.000. Das schmeckt natürlich. Und damit würde ich dann noch sagen, was ist mit der heutigen Folge erstmal. Ben ist schon weg, deswegen beende ich das Ganze hier jetzt allein. Wenn es euch natürlich wieder gefallen hat, dann könnt ihr doch gerne einfach mal ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert ihr noch, aktiviert die Glocke, weil dann verpasst ihr einfach nichts mehr. Das ist einfach der sicherste Weg. Und zudem, wenn ihr uns dann noch was Gutes tun wollt, schreibt ihr noch einen Kommentar oder einfach, wenn ihr noch Vorschläge, Ideen, sonstiges habt, schreibt ihr uns einfach gerne in die Kommentare. Und dann könnt ihr auch gerne natürlich noch bei unserem Partner G-Portal vorbeischauen. Wie immer spart ihr mit unserem Link natürlich 10% auf alle Game-Server, heißt egal ob Minecraft, Ark, LS, Subnautica, nee, gibt's gar nicht, Astroneer oder sonstige Games, DayZ. Alles, was ihr zockt, könnt ihr euch gerne einen Game-Server holen. Wie gesagt, 10% macht einen Big Impact. Also schaut da gerne vorbei. Würde uns sehr freuen. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne, wenn ihr euch jetzt demnächst das neue DLC holt, was jetzt von Giants released wurde, oder euch vorbestellt, könnt ihr auch gerne den Code SHABER nutzen. Damit würdet ihr uns natürlich auch supporten. Würde uns mega freuen. Und dann würde ich damit sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.